Ja, ich glaub an dich, weil ich glaub bin ich. Ich hab viele Fragen, hab viel zu sagen. Hallo und herzlich willkommen bei Kirchborg TV. Schön, dass du reingeklickt hast. Liebe Kirchborgianer, liebe Jugendliche und vor allem heute liebe Firmlinge, zu diesem neuen Video darf ich euch alle ganz herzlich begrüßen. POV, Point of View, so lautet das Motto des diesjährigen ökumenischen Jugendkreuzweges. Es geht um den Blickwinkel. Welchen Blickwinkel habe ich auf Jesus Christus, auf den Glauben und eben auf den Kreuzweg? Und welcher Blickwinkel hat Jesus auf mich? Wie schaut er mich an? Diese beiden POVs spielen eine besondere Rolle bei diesem Kreuzweg. Gleich ein Tipp vorweg, nehmt euch Zeit, um diesen Kreuzweg anzuschauen, entweder im Zimmer oder ihr könnt auch, natürlich mit dem Handy ist man ja total mobil, ihr könnt euch auch an einen schönen Platz in der Natur zurückziehen mit Kopfhörer oder auch in eine Kirche gehen, in eine Kapelle und einfach diesen Jugendkreuzweg dann innerlich mitgehen und mitbeten. Der Kreuzweg wird immer wieder unterbrochen durch für mich sehr ansprechende Lieder. Ich finde die klasse. Hört sich so ein bisschen an wie Juni oder wie Silbermond, so Deutsch-Pop. Ich finde es gelungen. Nun denn, ich hoffe, ihr auch. Ich habe den Kreuzweg nicht alleine eingelesen, sondern mit meiner Tochter Carlina. Die studiert in Tübingen, macht gerade die alten Sprachen, also Altgriechisch, Hebräisch und Latein, um Theologie zu studieren. Und sie möchte euch auch noch begrüßen. Und nach ihrer Begrüßung geht's dann los. Euch allen alles Gute, Gottes reichen Segen und bis zum nächsten Mal. Jetzt aber die Carlina. Liebe Firmlinge, es war mir eine Freude, den diesjährigen ökumenischen Jugendkreuzweg einzulesen. Ich stehe hier in der Kapelle des Ambrosianums. Viele liebe Grüße von diesem wunderschönen Ort. Falls ihr auch Lust habt, Theologie zu studieren, dann kommt doch gerne hierher. Ist ganz fantastisch. Kirchberg, Kirchberg, Kirchberg. Alle stehen eng beieinander, reden, schauen. Du spürst den Vibe. Da geht was. Die Leute sind aufgeregt und enthusiastisch. Du lässt dich anstecken von der Begeisterung. Du rufst mit. Du bist dabei. Du bist nicht alleine. Zusammen seid ihr viele und erhebt eure Stimme. Ihr werdet gehört. Ihr werdet wahrgenommen. Endlich. Und ganz leise kommen Fragen in dir auf. Mal sehen, wie lange der Hype so bleibt. Wie lange kann ein Feuer brennen? Wie lange werden wir noch gehört? Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen: Hosanna, dem Sohn Davids. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und man fragte: Wer ist dieser? Jesus und die Menschen, die ihm nachfolgen. Ja, selbst die ganze Stadt. Alle spüren den Hype. Die Menschen sind auf den Straßen und bejubeln Jesus, den Messias. Rauf auf den Thron mit dem neuen König. Eine Art roter Teppich wird ihm ausgebreitet und mit schwingenden Zweigen wird er begrüßt. Das Aufsehen ist groß. Die Leute sprechen über ihn. Man tuschelt. Wer ist das? Ist er der, der mit uns mitzieht? Oder ein Stern, der schon jetzt verglüht? Wie lange bleibt die Begeisterung so? Wann fühlst du dich enthusiastisch und begeistert? Wann merkst du, dass du wahrgenommen wirst? Kennst du diese leisen Zweifel in deinem Kopf? Ja, ich glaub an dich, weil ich glaub bin ich. Ich hab viele Fragen, hab viel zu sagen. Werde auftauen, werd mich raustrauen. Ich glaub
auftauen, werd mich raustrauen. Hab viele Fragen, hab viel zu sagen. Werde auftauen, werd mich raustrauen. Guter Gott, du kennst uns richtig gut und weißt, was wir denken, was wir fühlen. Du kennst unsere Highlights und Enttäuschungen. Danke, dass du unsere Fragen und Anliegen ernst nimmst und wir zu dir kommen können. Amen. Dein Blick ist auf dein Handy fixiert und du kannst ihn nicht abwenden. Die Likes auf diese Nachricht im Klassenchat strömen nur so hinein. Lachende Emojis und Zustimmung. Dabei ist die Nachricht ein Diss. Du sitzt da und weißt nicht, was du machen sollst. Lachen, mitmachen, ignorieren oder einfach einen Daumen hoch schicken wie die anderen? Eigentlich kann es dir ja auch egal sein. Wie die Leute mit der Person umspringen, geht dich doch nichts an. Du schwankst zwischen Gleichgültigkeit und Ohnmacht. Du bist ja schließlich nicht dafür verantwortlich. Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache. Pontius Pilatus, der römische Statthalter in Jerusalem, der Machthaber, kann über Leben und Tod des Angeklagten entscheiden. Eigentlich hält er Jesus für unschuldig. Aber die Menge tobt und fordert, dass er Jesus kreuzigen lässt. Nun gut, bevor ein Aufstand in der Provinz ausbricht, lässt er sich überzeugen. Ihm ist eigentlich egal, was mit diesem Jesus passiert. Für dieses Todesurteil ist er schließlich nicht verantwortlich. Was hast du in Chats schon erlebt? Kennst du das Gefühl, nicht zu wissen, was du tun sollst? Fällt es dir leicht, wegzuschauen? Ja, ich glaub an dich, weil ich glaub bin ich. Hab viele Fragen, hab viel zu sagen, werde auftauen, werd mich raustrauen. Ja, ich glaub. Sagen, werde auftauen, werd mich raustrauen. Hab viele Fragen, hab viel zu sagen. Werde auftauen, werd mich raustrauen. Guter Gott, dieses Gefühl, nicht weiter zu wissen, sich ausgeliefert zu fühlen, du kennst es. Immer wieder schwanken wir zwischen Ohnmacht und Gleichgültigkeit. Lass uns berührt werden und nicht kalt bleiben. Amen. Du strengst dich an, willst deine Sichtweise vertreten, doch du wirst verspottet, ausgelacht. Deine Worte werden zu Memes verdreht, dein Tun wird auf Video festgehalten. Du wirst öffentlich bloßgestellt vor einigen vermeintlich Stärkeren. Sie machen dich nieder. Mit jeder Wiederholung fällt es dir schwerer, dich zu äußern. Hört ja doch keiner richtig zu, will wirklich verstehen. Du bist ein Witz auf Repeat. Das lastet schwer auf dir, lässt dich zusammenbrechen. Ein unmenschliches Spiel mit vielen stummen, stumpfen Schaulustigen. Fragst dich, was denken eigentlich all jene, die da kalt schweigend zuschauen?
Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verlachen mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Jesus wird den Soldaten übergeben. Sie verhöhnen, bespucken und schlagen ihn. Hatte er nicht gesagt, er sei der König? Soll er doch mal seine Macht zeigen? Sie missverstehen Jesu Botschaft von einem Reich der Nächsten und Gottesliebe. Eben kein Reich der Macht und Gewalt. Die Soldaten treiben Jesus durch die Stadt. Der Weg scheint kein Ende zu nehmen. Viele Schaulustige beobachten Jesus. Sie sind eine schweigende, untätige Mehrheit. Das Kreuz wird mit jedem Schritt schwerer und er stürzt wieder und wieder unter dem Kreuz. Hast du schon mal erlebt, dass eine Aussage komplett ins Lächerliche gezogen wurde? Oder wie ein nie mehr zu löschendes Meme oder Video jemanden verfolgt? Hast du schon mal eingegriffen, deine Rolle als Zuschauer verlassen? Ja, ich glaub an dich, weil ich glaub bin ich. Ich hab viele Fragen, hab viel zu sagen, werde auftauen, werd mich raustrauen. Gott, mutig und selbstbewusst wollen wir sein. Nicht immer gelingt es, denn uns fehlt es an Mut und Energie. Dein Wort an uns Menschen will aufrichten und befreien. Bestärke uns, gerade wenn es schwerfällt. Richte uns innerlich immer wieder auf, dass wir eintreten für uns selbst und andere. Amen. Kann mich irgendjemand hören? Kann mich irgendjemand sehen? Seid ihr alle völlig stumpf? Traut ihr euch nicht aufzustehen? Kann mich irgendjemand hören? Kann mich irgendjemand sehen? Seid ihr alle völlig blind? Jemand muss das Rad doch drehen. Fühl mich allein, allein, ist alles zu viel. Fühl mich allein, allein, ist alles zu viel. Kann mich irgendjemand hören? Kann mich irgendjemand sehen? Seid ihr alle völlig kalt? Was muss alles noch geschehen? Kann mich irgendjemand hören? Kann mich irgendjemand sehen? Muss da draußen irgendwen doch genauso wie mir gehen? Fühl mich allein, allein, ist alles so. Alles zu viel. Wie kann das sein, das sein? Was ist das für ein Spiel? Fühl mich allein, 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 allein.
Die Nachrichten rütteln dich auf. Krieg in der Ukraine. Zerfurchte, verbrannte Erde im Süden und Überschwemmungen woanders. Mädchen, die es wagen, zur Schule zu gehen, werden von einer unmenschlichen Regierung vergiftet. Nein. Du protestierst. Der Wahnsinn muss doch ein Ende haben. Laut schreist du es heraus. Entschlossen willst du eintreten für eine lebenswerte Welt für alle Menschen. Du bleibst laut für das Recht auf eine gute Zukunft für alle. Impulsfragen. Wogegen würdest du am liebsten protestieren? Wo fühlst du dich unterdrückt? Welche Impulse braucht die Welt von heute? Gebet. Du Gott des Lebens, die Welt, in der wir leben, scheint auseinanderzufallen. Manchmal wird uns das alles zu viel. Doch dann keimt diese Stimme in uns auf, hoffnungsvoll und voller Mut. Wir stehen ein für ein Leben in Frieden und Würde. Danke, dass du durch dein lebensbejahendes Wort uns immer wieder Trost und Mut schenkst. Amen. Einige Frauen, die Jesus begleitet haben, weinen um Jesus. Ihre Tränen zeigen ihren Widerspruch gegen den grausamen Hinrichtungstod. Sie trauern um den Mann, auf den sie so viel Hoffnung gesetzt haben. Ein selbstbewusstes, rebellisches, aber auch verzweifeltes Verhalten dieser Frauen. Sie wagen es, ihre Trauer und ihren Schmerz öffentlich zum Ausdruck zu bringen. Sie haben doch auf Befreiung aus religiöser, sozialer und politischer Unterdrückung gehofft. Jesus hält an auf seinem Kreuzweg und dankt den mutigen Frauen. Töchter Jerusalems nennt er sie, was bedeutet Gottes geliebte Töchter. Wogegen würdest du am liebsten protestieren? Wo fühlst du dich unterdrückt? Welche Impulse braucht die Welt von heute? Ja, ich glaub an dich, weil ich glaub bin ich. Ich hab viele Fragen, hab viel zu sagen, werde auftauen, werd mich raustrauen. Du Gott des Lebens, die Welt, in der wir leben, scheint auseinanderzufallen. Manchmal wird uns das alles zu viel. Doch dann keimt diese Stimme in uns auf, hoffnungsvoll und voller Mut. Wir stehen ein für ein Leben in Frieden und Würde. Danke, dass du durch dein lebensbejahendes Wort uns immer wieder Trost und Mut schenkst. Amen. Ausweglos. Dein Magen zieht sich zusammen. Dir wird heiß und kalt. Du bemerkst den Angstschweiß auf deiner Stirn und wie sich deine Nackenhaare aufstellen. So oder so ähnlich fühlst du dich, wenn du Schmerzen erwartest. Körperliche Schmerzen, wie in der Sekunde, in der du vom Fahrrad fällst und den Aufprall schon kommen siehst. Emotionaler Schmerz, wenn du eine Vorahnung hast, dass dich dein Lieblingsmensch verlassen will. Das flaue Gefühl im Magen, wenn du am Montagmorgen zur Schule gehst.
Dann kreuzigten sie ihn. Erschöpft, gepeinigt und gedemütigt liegt Jesus auf dem harten Holz des Kreuzes. Er spürt, wie die Spitze des ersten Nagels an seine Handfläche gesetzt wird. Er weiß, was nun kommen wird. Der erste Nagel wird durch seine Hand getrieben. Klong. Ebenso durch seine andere Hand und die Füße. Am aufgerichteten Kreuz fällt ihm das Atmen schwer. Sein Körpergewicht verstärkt den Druck auf die Wunden an Händen und Füßen. Er weiß, dass es keinen Ausweg aus dieser Situation gibt. Wann hast du Schmerzen erlebt? Hattest du schon einmal Schuld an Schmerzen anderer? Ja, ich glaub an dich, weil ich glaub bin ich. Ich hab viele Fragen, hab viel zu sagen, werde auftauen, werd mich raustrauen. Guter Gott, wir kennen Momente der Angst. Auch wir haben schon Schmerzen erlebt. Es gibt Menschen, die, so wie Jesus am Kreuz, größere Schmerzen ertragen müssen als wir, die keinen Ausweg aus ihrer schwierigen Situation sehen. Herr, hilf ihnen, diese Schmerzen zu ertragen. Zeig uns allen einen Ausweg aus den Momenten, vor denen wir uns fürchten. Und verzeih uns, wo wir Menschen Schmerzen zugefügt haben. Amen. Für manche ist es schrecklich, sich abends ruhig ins Bett zu legen. Du gehörst zu denen, die sich noch einen Podcast anhören oder eine Meditation streamen. Dann bist du nicht alleine mit deinen Gedanken. Worte, die durch deinen Kopf schwirren, dich an unangenehme Situationen des Tages erinnern. Vielleicht brauchst du jemanden, dem du alles sagen darfst. Denn ich bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich nun im Fleische lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Jesu letzte Gedanken sind ausgesprochene Worte am Kreuz. Er spricht zu Gott, seinem Vater. Jesus weiß, dass er einsam am Kreuz hängt, allerdings nicht allein ist. Er hat das getan, damit der Mensch in seiner tiefsten Nacht Gemeinschaft mit Gott hat. Dass Gedanken, Gebete, Bitten und Sorgen ein Gegenüber haben, wo kein Gegenüber vermutet wird. Was geht dir spät nachts durch den Kopf, hält dich wach? Welche Gedanken und Worte könnten deine letzten sein? Welcher Satz soll auf deinem Grabstein stehen? Ja, ich glaub an dich, weil ich glaub bin ich. Hab viele Fragen, hab viel zu sagen, werde auftauen, werd mich raustrauen.
Ja, ich glaub an dich, weil ich glaub bin ich. Ich hab viele Fragen, hab viel zu sagen, werde auftauen, werd mich raustrauen. Hab viele Fragen, hab viel zu sagen, werde auftauen, werd mich raustrauen. Herr Jesus Christus, durch dein Leben und deinen Tod am Kreuz verbindest du dich mit allen Menschen. Wir wünschten, wir könnten diese Gemeinschaft mit dir spüren, davon leben, doch in den Nächten unseres Lebens hören wir nichts von dir, sondern oft nur die eigenen Gedanken. Wir bitten dich darum, diese Worte als Gebet zu verstehen, als Zuneigung zu dir, weil du uns verstehst und liebst, bis über das Ende des Lebens hinaus. Amen. Es geht weiter. Es ist nicht vorbei. Nach der Scheidung der Eltern, dem Sitzenbleiben in der Schule, dem Verlassenwerden von der großen Liebe, dem Betrogenwerden vom besten Freund. Es ist nicht vorbei. Es geht weiter. Du kannst noch gar nicht so richtig verstehen, woher diese Kraft kommt. Aber auf einmal, morgens im Bett, kommt dir als erstes was in den Sinn, worauf du dich freust. Deine Schritte auf der Straße sind schnell und klar. Du steuerst was an. Dir ist bewusst, ich bin wichtig. In dir breitet sich Wärme aus. Und diese Kraft, immer mehr. Du lachst. Krass. Du lachst. Endlich wieder. Wie war das mit dem die ganze Welt umarmen? Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Er ist von den Toten auferstanden und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude, und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Die Frauen haben mit dem toten Jesus gerechnet, mit Grab und Stein und Ende. Jetzt stehen sie da, und was woanders liegt, ist der Stein, der Grabstein. Den hat Gott beiseite schieben lassen. Der im Grab gelegen hat, Jesus, lebt. Erst dringen die Worte nur wie durch einen Schleier an ihr Ohr. Dann wird die Botschaft ihnen immer deutlicher. Fürchtet euch nicht. Auferstanden. Er ist nicht hier. Geht schnell. Sagt es. Auferstanden. Und sie eilten. Das ist die Botschaft. Jesus ist auferstanden. Es ist nicht vorbei. Es geht weiter. Von der sollen alle hören. Hattest du schon mal das Gefühl, es geht nicht weiter? Und wie denkst du heute über diese Situation? Was baut dich auf? Worauf freust du dich? Ja, ich glaub an dich, weil ich glaub bin ich. Ich hab viele Fragen, hab viel zu sagen, werde auftauen, werd mich raustrauen. Gott, du starke Kraft,
dass du nicht willst, dass Menschen erstarren, wie tot sind, dass du Bewegung reinbringst, wo nichts mehr möglich scheint, dafür loben wir dich. Dass wir dir wichtig sind, dass wir hier wichtig sind, dass du uns willst und brauchst, dafür danken wir dir. Schenk uns die Offenheit, uns das sagen zu lassen. Schenk uns so Schwung für den Sprung ins Leben. Amen. Jesus, heute haben wir auch deinen Blickwinkel eingenommen. Auf dem Kreuzweg hast du das Dunkel der Welt erfahren. Am Kreuz hast du die Welt gerettet. Manche Erfahrungen deines Kreuzwegs kennen wir aus unserem Leben. Dankbar schauen wir auf dein Vorbild. Denn auch jeder von uns kann diese Welt im Kleinen besser machen. Hilf uns, standfest und sichtbar für das Gute einzutreten und die Zukunft durch Glaube, Hoffnung und Liebe zum Osterfest für alle Menschen zu machen. Amen. Gott, du hörst uns, auch wenn uns sonst niemand zuhören will. Du siehst uns, auch wenn wir für die Welt scheinbar unsichtbar sind. Du nimmst uns ernst, weil wir dir wirklich wichtig sind. So bitten wir dich, segne und begleite uns an allen Tagen. Es segne uns und alle, die uns am Herzen liegen, der gütige, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Heute kann ich singen. Das Land in die Hand.